Hallo, ihr lustigen Mafiosis da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Mafia 3. Ich habe übrigens gedacht, ich mache mal hier eine Abwandlung der normalen Anmoderation. Warum wissen die, dass ich da bin? Ihr seid mir doch so ein paar Blödpenner. Junge, Junge. Stirb doch einfach. Das kann ja wohl nicht wahr sein, was hier gerade eben abgeht. Okay, der ist erledigt. Also wenn euch diese Anmoderation gefallen hat, also können wir sie ja auch weiterhin machen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wobei das relativ spät kommt. Ich werde das wahrscheinlich jetzt einfach durchziehen oder vergessen, dass ich das durchziehen wollte. Beides ist verdammt nochmal möglich. Der ist doch irgendwie da, oder? Boah, stirb doch. Und wir sollten jetzt echt ein bisschen vorsichtiger sein bei der Gelegenheit. Und nicht mehr, ja, so fahrlässig draufgehen. Das muss ja echt nicht sein. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier durchgekommen. Was zum Teufel ist denn das? Sein... Das Bayou Beast oder wie auch immer das heißt. So, schleich, schleich, schleich. Ist da jemand? Du hast dich mit dem falschen Weißen angelegt. Wow. Schnappt euch den Nigger. Tja. Das war leicht, dich umzulegen. Das war anscheinend nicht der falsche Weiße. Die geht. Oh Mann. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Angst vor Geisterbahnen, aber einmal als Jugendlicher, als ich noch Teenager war, da hat mich eine Geisterbahn total dran gekriegt, und zwar, weil ich damals eine Mega-Spinnenphobie noch hatte. Da kam am Ende, also ich war die ganze Zeit in der Geisterbahn drin, war alles total langweilig, und dann kam auf einmal von oben eine riesige weiße Spinne runter und ich war danach genauso weiß im Gesicht. Mein Vater hat total gelacht. Da labert einer irgendwas im Hintergrund. Und ich meine nicht den Schreihals, der jetzt hier rumkrakeelt. Oh, wie gruselig. Soll das der Wendigo sein? Oder ein Werwolf? Es soll ein Werwolf sein. Was? Der war gruseliger als die Werwölfe. Woher weiß der, dass ich da bin? Woher weiß der das? Oh! Gleich kommt einer und sagt noch Buh! Oder wie? Ja, ja, ja. Oh. Erwischt. Agru, also es geht wirklich um einen Werwolf. Es geht wirklich um einen Werwolf. Was ist denn das hier von Raum? Er ist sehr dunkel und sehr leer. Ich kann ja gar nicht irgendwie in Deckung so richtig gehen. Erledige Richie Doucet. Oh Gott, das sind ja Typen. Komm mal her, das machen wir jetzt mit der Messermethode. Ganz, ganz tiefenentspannt. Ich bin übrigens jetzt hier in der zweiten Aufnahmesession, Leute. Und habe festgestellt, und dafür möchte ich mich natürlich auch gleich entschuldigen. Scheiße, Kampf. Ja, mir gefällt das sehr gut. Dass es manchmal wirklich nicht anders möglich war, als im Nachhinein über die YouTube-Funktion die Musikstücke noch zu entfernen. Das geht... Aber das hat an 1, 2, 3, ich weiß nicht, ob es 3 Videos waren, momentan laden sie noch hoch, zu ein paar Soundproblemen an einigen Stellen geführt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu tragisch für euch. Und ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen. Ich hoffe es wirklich sehr. Ach, du Typ da oben. Wow! Ah! Oh, fuck. Nein! Ach, come on! Schon wieder hat er mich erwischt!
Nur weil dieser blöde Pumpgun-Typ auf einmal da einen auf Rambo macht und vorgeht. Boah, wer wird denn das tun, ey? Wer würde sowas denn tun? Ja, also auf jeden Fall hoffe ich, wie gesagt, dass das an der Stelle jetzt nicht ganz so schlimm ist. Vor allem, wir sind so schnell down gewesen. Ah. Oh. Was? Kriege ich dich jetzt vielleicht, ohne dass der andere es bemerkt? Das könnte uns helfen. Sieht ganz gut aus. Komm mal her, mein Freund. Der nächste, bitte. Ja, wenn ich dich nicht zuerst finde. So, haben wir auch erledigt. Ah, da ist ein Krokofant. Und da sind auch zwei Typen. Ganz deiner Meinung. Nix ganz deiner Meinung. Du kommst jetzt her und bekommst aufs Maul, wie sie es gehört. Der andere könnte sich echt mal umdrehen. Finde ich total super. Tut er aber nicht. Der sieht aber nichts. Okay. Jetzt kann ich dich endlich verdrängen. Nee, kannst du nicht. Boah, heilige Scheiße. Ich wollte doch gar nicht aus der Deckung raus. Was soll denn der Mist? Ach, der schießt die Deckung in zu Klump. Ja, das ist ein verdammt guter Grund. Das ist ein verdammt guter Grund. Diese Holzdeckung ist das Geld nicht wert. Ahahahaha. Da ist doch einer. Wie in den guten alten Zeiten. Ja, von wegen wie in den guten alten Zeiten, du Penner. Ich gebe dir gleich gute alte Zeiten. Der schießt immer noch dahin. Komm noch mal hoch. Ich sehe doch, wenn du hochkommst. Hast du genug? Scheinbar. Natürlich so eine Dämonenfratze, ey. Ihr könnt mich doch mal alle gern haben. Jetzt habe ich mich von meinem eigenen Schatten gerade erschreckt. Glaubt ihr das? Wo war der Typ jetzt? Na, zumindest nicht direkt hier. Okay. Krieg ich die Tür einfach auf? Wow. Leg dich mit dem Stier an und du kriegst deinen Schwanz tief in deinen blöden Arsch geschoben. Ich kann nicht glauben, dass George hier einen Nigger herschickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Scheiß auf ihn und scheiß auf dich! Hörst du das? Wow! Fuck it! Okay, den haben wir. Lalalalala. Komm hoch. Du Penner, ey. Ja, super. Das Deckungssystem funktioniert gerade eben wirklich einwandfrei. Hab ich dich? Hab ihn. Okay, endlich. Also manchmal kriegt mich auch das Deckungssystem ein bisschen dran. Oder generell das Movement. Okay, und wir haben den Bastard. Mal gucken. Oh Gott. Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit. Von wegen. Ich habe gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt.
Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich. Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nicht! Bitte! Hör zu! Es ist doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Boah! Nein, bitte! Okay. Vor allem ohne Genickbruch ist das verdammt grausam. Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Richtig. Und das Interessante ist, sie durften eigentlich noch nicht mal wissen, dass wir es überhaupt sind. Denn wir sind ja... Ach, jetzt sind wir schon draußen. Ich hätte mich da drin eigentlich gerne nochmal umgesehen, aber anscheinend dürfen wir das nicht. Na, oh. Und wir müssen jetzt gleich mit dem Boot weiter... Wir müssen mit dem Boot weiterfahren. Interessant. Ich bin noch nie Boot gefahren. Wie fahre ich eigentlich mit dem Boot? Okay, genau. So fahre ich mit dem Boot. Also ich bin schon mal mit dem Boot gefahren, aber noch nie selber eingestiegen. Ich habe übrigens die Musik wieder ein bisschen leiser gemacht, wegen meiner Paranoia, der GEMA-Paranoia. Warte mal, will ich hier raus? Komm, ich will, glaube ich, da irgendwie raus. Es ist ja auch nicht mehr so weit weg. Warte mal, kann ich da hochfahren? Yeah! ups, dankeschön. Sauber eingeparkt. Jetzt warte mal, sag bloß, ich kann da einsteigen. Was? LOL! Ich kann diesen riesigen Truck fahren! Euro Truck Simulator! Ich komme! Versucht mich doch jetzt mal aufzuhalten. Ja, warte, ich muss kurz mal. Eieiei, du hast aber echt Glück gehabt, mein Freund. Ich glaube, ich bleib da einfach mal. Boah, sieht doch hübsch aus. Oh, ich randaliere hier jetzt natürlich auch kräftig rum. Wir sollten vielleicht aufhören, Cassandras Sachen kaputt zu machen. Ich glaube, es könnte sein, dass sie das jetzt nicht so super findet. Du hättest tot. Das Harlow gehört dir. Es heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Doucette hat gekriegt, was er verdient. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Naja. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakker umgebracht hat. Ach, Weicheier. Wir sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emmanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Er kümmert sich um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Das will ich auch hoffen. Das ist einer der zwei Gründe, weshalb wir das hier machen. Rache und Geld. Bezirksübergabe. Du weißt jetzt Cassandra diesen Bezirk zu. Jeder Unterboss will sein Einkommen verbessern, daher werden sie dir Waffen und Fahrzeugverbesserungen gefallen und ebenso die Dienste ihrer Verbündeten anbieten.
Das scheint sehr, sehr gut zu sein. Gucken wir mal bei P. Wir sind noch nicht bei 100.000. Vermittlung, Telefone 2 Minuten lang lahmlegen. Oh, das ist natürlich auch geil. Rede mit Donovan. Liebend gern. Das heißt also, dass Zeugen wahrscheinlich keine Polizei rufen können oder sowas in der Art und Weise, ne? Das wäre natürlich schon nice. Ist mein Laster noch da? Ich bin auf der falschen Seite raus. Nee, ich bin auf der falschen Seite raus. Ich bin sowas von auf der falschen Seite raus. Och Mann! Ich will meinen Laster haben. Ist er noch da? Och nö. Och nö. Ach Mann, oh, ich hätte sogar mein. Der Laster ist weg, aber das Ding ist noch da! Ist das herzlich bescheuert! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist das ein Auto? Nein, das ist kein Auto von uns. Es tut mir leid, aber die müssen nicht davon erfahren. So. Es gibt niemanden mehr, der davon berichten kann. Einmal rechts blinken und abbiegen. Oh Gott, das Ding steht ja niemals in Elchtest. Oh, das Ding fällt ja fast um beim Kurvenfahren. So, ich frage mich, wenn ich ihn rechtzeitig getroffen hätte, ob das dazu geführt hätte, dass wir vielleicht jetzt nicht die Bullerei am Heck hätten. Oh, Junge, das war aber knapp. Ja, genau. Leg dich mit meinem Auto an. Der beste Plan, den du je hattest. Ich habe so das Gefühl, dass der Motor einen Defekt hat. Oder zumindest eine Haube. Naja, reden wir jetzt erstmal mit Donovan. Lalalalalalala. Na, jemand da? Komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Nice. Ist es egal, wen ich jetzt nehme? Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du willst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Sal hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Sal bezahlen. Eins muss man Skeletter lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Sal seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Skeletter wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Skelette auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Okay, und was ist das hier? Ja, Point Verdans Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm seit Dannys Tod? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Serl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Oh Mann! Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Hoffe ich auch. Okay, dann. Wo ist denn hier die Ausgangstür? Da drüben.
Dann bin ich der Meinung, dass wir... Anscheinend nicht. Das ist ja auch nur ein Motel und kein Hotel oder so. Ach, das Auto ist jetzt aber noch da! Unfassbar. Nein, ich schlage jetzt nicht nochmal eine Scheibe ein. Wir nehmen das, was wir hier haben. So, dann gucken wir mal. Was wollen wir denn als nächstes machen? Warte mal, wir könnten jetzt natürlich auch erstmal hier Abhörsachen machen. Ich möchte wenigstens hier in diesem Viertel hier mitbekommen, was abgeht. Deswegen gehen wir als allererstes dahin. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal... Ja, wir helfen mal jemand aus der Patsche, sage ich jetzt mal, ne? Beziehungsweise geben ihm die Möglichkeit, sich zu rächen. Oh, da drüben ist wieder jede Menge Polizia. Irgendwie mag ich dieses kleine Auto. Das sieht so unscheinbar aus mit dem Zeug oben drauf. Würde nie einer auf die Idee kommen, dass ein Mafiosi oben drin, drin sitzt, oder? Huh, das war knapp. Und dieses Auto ist so herrlich klein, dass man nicht so viele Unfälle damit baut. So, wir sind auch schon fast da. Ist de facto schon fast außerhalb der Stadt hier. Oder zumindest so halb. Guten Tag, die Dame. So. Wo können wir es denn knacken lassen? Da können wir es knacken lassen. Und klack. Zum Glück macht er das komplett automatisch. Da kann ich mich nicht mehr verklicken. Baron Samedel, dieser Rummelplatz hat uns noch nie was Gutes gebracht. Außer einen aufgeknüpften Weißen. So, hier ist ein Schrauberparadies. Da drüben dürfte auch noch was drin sein. Oder was es dürfte, es ist definitiv was drin. Kann man das öffnen? Nein, die blauen kann man nicht öffnen. Aber da kann man einfach so rein. Und da muss ich drüber springen. Meine leichteste Übung. Drüber springen. Und da oben ist auch noch ein bisschen Verbandskastenzeugs. Das möchte ich haben. Das können wir nämlich bei Gelegenheit echt brauchen. Na, ach komm jetzt. Na, danke schön. So, zwei haben wir wieder. Wir müssen ja nicht ständig auf die Fresse bekommen, ne? So, dele. Ups, bis runtergefegt. Und gibt's hier noch irgendetwas Cooles in der Nähe? Nein, aber das hier holen wir uns jetzt auch noch. Ne? Ich kann das gar nicht, ich kann da gar nicht einsteigen, gar nicht hinklicken. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht muss ich im Auto sein, dass es funktioniert. Ah, so funktioniert's. Okay. So, dann haben wir immerhin schon mal hier so in unserer direkten Umgebung alles verwanzt. Ein Praktikum bei einem Wissenschaftszentrum. Ein Stipendiumspraktikum. Was ist denn das bitte? Die Dame labert irgendetwas von wegen von... Au! Ich habe gerade eben nicht auf die Straße, sondern auf die Karte geguckt. Jetzt habe ich die Rechnung kassiert. Das tat weh. Was labern die denn da gerade eben im Radio? Auf zum Wissenschaftszentrum, ein Anmeldeformular holen. Yeah! Das Radio ist echt stark, ey. Ich find's echt gut. Also ich muss sagen, ich finde das echt gut, was da so auf solche Sachen drin kommt. Es gibt der Welt so ein richtig lebendiges Feeling. So, das Ding ist auch nicht super langsam, aber auch nicht super schnell. Bremsen, aussteigen. Ja, die Motorhaube, die ist nur offen, weil sie durchlüften muss. Das muss so sein. So, und klacke die Klack. Und offen ist das gute Ding. Und wird jetzt für uns senden und empfangen. Warum hupt der? Was soll denn der Quatsch? Also hier gab es auf jeden Fall noch Zeug. Ah, ja, warte mal, jetzt sehen wir das auch.
Double Barrel, was ist denn da drin? Wie nah muss ich denn da ran, um da was zu sehen? Ich weiß es nicht. Ich möchte mir das mal noch ganz, ganz kurz mal anschauen. Wir sind ja quasi direkt hier. Ist ja direkt auf der anderen Seite quasi. Das Double Barrel. Oh Gott, da sind aber ein paar böse Nasen drin. Ne, die sind auf der anderen Seite. Ach, da ist schon wieder ein Playboy. Zutritt nur für Angestellte. Netter Popo. So, wir haben uns den Playboy geholt. Gab jetzt auch keinen weiteren Ärger. Was ist hier schon wieder los? Ach, ich glaube, hier waren wir schon mal. Irrelevant. Auto steht noch offen. Haben nicht mal die Tür zugemacht. Warte mal, da ist ja noch mehr Zeug. Ich glaube, das Auto macht es bald nicht mehr. Das können wir, glaube ich, demnächst abschminken. So oft, wie ich jetzt hier schon gegen irgendwas gefahren bin. Und hier ist irgendwas drin. Nice. Boah, da drüben war doch auch noch irgendwas. Ja, da ist doch irgendwas da hinten. Also ich, wie gesagt, bitte entschuldigt, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, ne? Ich meine, wir können ja nicht immer nur die ganze Zeit der Story hinterherrennen. Das geht ja nicht. Was? Das ist ja... Das ist irgendwie buggy, oder? Die Anzeige hier ist ja schräg. Dass er nicht reinzoomt. Ah, da nochmal so ein Elektroteil. Okay, sweet. Halt, warte mal. Die Tür möchte ich öffnen. Für den Fall, dass wir irgendwann mal so eine Durchsportmöglichkeit brauchen. Da will ich gar nicht erst hin. Immer noch unbefugtes Betreten. Das Auto hier. Ach komm, das Auto tut's noch. Das ist doch noch gut. Das kann man noch essen. Auch wenn die Karre echt schon inzwischen Geräusche macht, als ob sie am liebsten Selbstmord begehen würde. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Hier haben wir bei Cassandra. Was ist das hier? Delray Hollow. Alles cool mit uns. Ach komm, wir machen das. Natürlich ist alles cool mit uns. Wenn irgendwo jetzt noch was unterwegs ist, werden wir das noch ein bisschen einsammeln. Vor allem diese blauen Sachen. Was ist das? Hot Rod habe ich da gerade gesehen. Moment, wir halten mal hier an. Wir halten mal hier an. Und schauen uns das Ganze an. So am Ende dieser Folge. Ach Gott, das muss ich ja auch knacken. Naja. Unsere leichteste Übung. Der Motor läuft noch. Der Fluchtwagen ist an. Ich schleich mal lieber. Ich weiß nicht, ob ich hier sein darf. Okay, es scheint kein Mensch hier zu sein. Und hier gibt es nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten. Ein Hot Rod. Gucken wir uns natürlich auch an. Nice. Sieht hübsch aus. Dip, 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 dip. Da drüben ist auch noch was. Oh Mann, warum gibt es hier so viel Zeug? Ist ja kriminell, was wir alles looten können. Guten Tag, die Damen. Das holen wir uns auch noch. Warte mal, komme ich da durch? Ja, mit dem Tisch Express kommen wir durch. Die Jungs möchte ich weitgehend ignorieren, wenn ich darf. Und dann sind wir da auch drin. Oh, das ist wieder unbefugtes Betreten. Das ist aber kein Problem für uns. So, wir haben ein paar Sachen uns geholt. Jetzt sind es noch 260 Meter in der Richtung. Das kriegen wir auch zu Fuß hin. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.